Hallo. Was? Was meinst du damit, die restlichen Mimiker hier wurden entführt? Misery! Ah. Oh, sie ist angenehm für meine Stimme. Es scheint so, als wären noch ein paar Mimiker hier. Bam, bam, ba! Du bist einer der Diener des Doktors, nicht wahr? Ja, das haben wir schon geklärt. Quietsch! Curly, lauf schneller, bitte. Hey, ich bin hier so schnell her. Du! Unterbrich mich, unterbrich dich nicht selber. Du bist diese Hexe, die mich ins Labyrinth geworfen hat. Den Kindern geht's besser gut. Sonst setzt was. Ha. Sei bitte ruhig. Das ist eine Bibliothek. Du bist keine Mutter. Du doch auch nicht. Ah. Und du, Mimiga? Es scheint so, als wärst du ein guter Gärtner hier. Vielleicht wirst du das Leben auf der Plantage genießen. Flomp. Wie viel AP hat Teleport nochmal? 5? Tja, dann sind jetzt aufgebrochen, glaube ich. Es scheint so, als hätten wir dasselbe Problem wie eh und je. Ich sehe schon, ich werde dich direkt konfrontieren. Die Zeit, wo wir kämpfen werden, wird kommen. Aber jetzt ist nicht dieser Zeitpunkt. Erst später. Also bis dann. Schweb. Komm sofort zurück, du Feigling! Ich bin noch nicht fertig mit dir! So, verdammt! Wir sollten zurück zu Professor Booster. Und ich muss nicht mal von alleine laufen. Was ein Luxus. So, der Doktor hat also alle Mimiker entführt, während wir weg waren. Das ist nicht so gut. Wir müssen herausfinden, wo diese Mimiker hinentführt wurden. Hat Misery irgendwelche Hinweise gegeben, wo sie hätte könnte hinbringen können? Die Plantage. Lass mal schauen, die Plantage. Nun, sie sagte etwas über eine Plantage, bevor sie das Mimiga mitgenommen hat. Sei doch die Plantage. Natürlich. Die Plantage. Sei doch die Plantage. Der Doktor muss dort die roten Blumen anbauen. Das ist, wo wir Sue und die anderen Mimiker finden werden. Weil Mimiker bekanntermaßen sehr gute Gärtner sind. Ja. Ich werde den Teleporter mit der Plantage verbinden, sodass wir Sue retten können. Hier steht eine Nachricht von Kazuma, die sagt, dass wir zum Eckkorridor gehen sollen. Hast du diese Nachricht gesehen, als du reingekommen bist? Nö. Was ist mit dir, Curly? Nein, habe ich nicht. Nun gut. Ich wünschte, wir hätten das eher gewusst, aber man kann ja die Vergangenheit nicht ändern. Ich habe nämlich schon gespeichert. Nun denn, ich habe die Plantage verbunden. Du teleportierst sie dorthin und befreist Zu und hältst den Doktor auf. Curly, sichere Einfahrt für mich durch den Eckkorridor, so dass wir uns mit Kazuma treffen können und einen Fluchtweg vorbereiten. Das klingt wie ein Plan. Das machen wir.
Nur eine Frage allerdings. Ja, was ist denn? Was ist mit dem Kuchen? Wer sind zu, dieser Kazuma eigentlich? Das sind zwei jugendliche Zwillinge. Kazuma ist doch jugendlich? Die ihre Mutter liegt mit uns zusammen, mit anderen Wissenschaftlern zusammen, mich eingeschlossen auf diese Insel begleitet haben. Okay. Wer ist übrigens dieser Doktor? Curly. Wer ist denn dieser Doktor, von dem wir alle die ganze Zeit reden? Backstory. Der Doktor war mit in der Gruppe, mit in unserer Gruppe, so meine ich das. Sein Zweck war es angeblich, alle unsere medizinischen Bedürfnisse während unserer Erkundungszeit zu bedienen. Das allerdings war nicht die Tatsache. Kurz nach unserer Ankunft hat der Doktor die Dämonenkrone an sich genommen. Und was ist das? Die Dämonenkrone ist eine Krone, welche seinem Träger nahezu gottgleiche Kräfte gibt. Soweit ich weiß, kommen zwei durch Magie gebundene Diener mit im Paket. Der Doktor hat die Mimiko schon seit mehreren Monaten entführt und plant, sie als eine Armee von wütenden Mimigas auf die Erde loszulassen. Weil darum. Das ist schrecklich. Ja, das ist es. Absolut. Darum muss er gestoppt werden. Noch welche Fragen? Ja, Dr. Booster. Nein, ich denke, das ist es nicht. Sehr gut. Dann lass uns jetzt gehen. Oh, endlich. Aber vielleicht sollte ein männlicher Freund zuerst gehen. Männlich. Seine Aufgabe ist wichtiger. Ich stimme zu. Weil das so lange dauert. Speichern. Und ich muss was trinken. Oh, Booster gibt mir so auf die Stimme. Spiel speichert. So, ein Stückchen spielen wir noch. Es kommt jetzt eine Weile kein großartigen Bosskämpfe mehr. Ein Teleporter, ja. Plantage. Ja, ich will zur Plantage gehen. Nimm mich mit. Ah, richtig. Das habe ich ganz vergessen. Das ist übrigens ein Boss, den wir geskippt haben. Mein Lord. Warum hast du uns zu der Chor gebracht? Ich habe einen Nutzen für ihn. Bring ihn zum Labor und ich werde es dir dort erklären. Ja, mein Lord. Flomp. Flomp. Und sie hat die Satelliten zerstört, warum auch immer. Schweb. Ich find's toll, dass sie für solche Sachen auch Erklärungen überall eingebaut haben. Die Plantage. Auf euch kann man stehen, glaube ich. Jo. Ah, ich bin unter Wasser gelandet. Hey, das war versteckt. Oh, ich bin tot. Ja. Nochmal. Ja, ja. Durch.
ja. Wir haben übrigens nicht nur das, die zweite Hälfte von Labyrinth und den Boss geskippt, wir haben ein komplettes Level geskippt. Oh, man kann mit dem Hex so viel skippen. Das ist wunderbar. Also eigentlich schade, der Chor ist ein extrem cooler Bosskampf. Aber gut. Und jetzt richtig. Auf den kann man laufen, auf dem kann man laufen, auf dem kann man laufen. Moskitos. Und ja, man hört, das ist das yep. Main Theme von Cave Story, was gerade spielt. Und es ist großartig. Ja, Fische. Zeug, Gedöns. Hallo, du da. Ein Mann von der Oberfläche. Der Doktor nutzt Mimiga, um rote Blumen anzubauen. Was du nicht sagst. Das ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert ist. Was du nicht sagst. Lass mich gehen. Solo-Typ. Was war hier oben? Der Weg nach oben. Mein Sturz. Nochmal. Jip. 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 Ah, die Fledermäuse. Richtig. Oh, die Musik. Die Musik. Ich muss mich zurückhalten, dass ich es mitsinge. Die muss zuerst nach rechts. Oder auch nicht. War das hier? Das Gefängnis? Lagerhaus. Alter. Mit dir konnte ich nicht anfangen, oder? Ah! Oder doch? Ah, kill me, töte mich, töte mich nicht! Alter, gebe ich keine extra Stimme so. Ich bin ein Mensch! Ich wurde durch Magie in ein Mimiker verwandelt! Ich bin ein Mensch! Ich bin ein Mensch! Ich bin ein Mensch! Ah! Was ist das? Du bist nicht einer dieser Killer-Roboter! Nun, du hast mich ganz schön erschreckt, muss ich dir sagen. Einfach so hier reinzukommen. In diesen Raum. Du bist nicht zufällig dieser Retter, oder? Ich bin Aito. Einer der Menschen, die auf diese Insel kamen, um Wissenschaft zu machen. Diese Hexe Misery hat mich in das hier verwandelt. Ich habe es geschafft zu entkommen, aber guck mich nur an. Und jetzt bin ich hier feststeckend. Du bist hier durch die Plantage gekommen, nicht wahr? Ich bin ein Ingenieur und gar nicht so schlecht. Aber ich habe eine Riesenangst vor Höhen. Oh, ich ärmster, ich ärmster. Warum bist du zu einer fliegenden Insel gekommen? Ich hätte niemals auf die herkommen, sag ich doch. Ja, mit dir können wir später was anfangen, speichern.